Wir schreiben den 8. September 2009. Ein besonderer Tag für den Entertainer Willi Herren. An diesem Tag will sich der Kölsche Jung sein erstes Tattoo im rund 400 Kilometer entfernten Köthen anfertigen lassen. Für Willi ein aufregender Tag und deshalb entscheidet sich der Kölsche Jung vorab für eine kleine Sightseeing-Tour in der sächsischen Kleinstadt. Und hier ist das? Genau hier. Dafür fahren wir 4,5 Stunden statt 1,5 Stunden, hat er mir nämlich gesagt. Aber schon schnuckig, dieses Köthen. Da, Frau Köthen. Und was war das jetzt? Das war Frau Köthen. Das war Frau Köthen. Also das war Frau Köthen. Punkt 12 Uhr trifft Willi dann einen der besten Tätowierer der Welt, Carsten Fiedler. Vorab wird das Motiv durchgesprochen. Hast du Bilder bekommen? Ja, ja. Ich bin aber überlegen, sollen wir wirklich Porträt machen oder sollen wir nur die Namen meiner Kinder nehmen? Okay, wo würdest du das? Also unser Anbau, das kannst du nicht, oder? Das ist mir eigentlich. Ja? Ja, wo denn? Also unser Arm hier, weil das schönste Fläche ist. Oder Wade. Weil Arm hast du das Problem, du hast halt Muskeln. Jeder Mensch halt meistens welche. Danke. Habt ihr das gehört? Ich habe Muskeln. Ja, unter der Haut. Also weit ja. Unter der Haut. Wade ist gut. Wade, okay. Tut ja. Das weh? Okay, das ist alles erträglich. Ja. Wade ist okay. Hast du da so ein Zeug, was vorher betäubt oder so? Nee, was danach betäubt. Scheiße. Ja. Jetzt bin ich 4 Stunden gefahren, bin jetzt hier in Köthen im Osten bei Carsten Fiedler, eine Koryphäe im Tätowiergebiet, einer der weltbesten Tätowierer. Normalerweise braucht man ein Jahr Wartezeit. Dank eines guten Freundes, Christian Kaspar, kam ich sofort dran. Das Motiv von meiner Tochter habe ich mir ausgesucht. Ein Porträt von meiner Tochter. Und ich liebe meine Tochter heiß und innig, wie die meisten auch wissen. 15 Uhr, nun wird's ernst und Willi betritt den Ort des Geschehens. Hier wird es entstehen, sein neues und vor allem erstes Tattoo. Die Aufregung steht ihm im Gesicht geschrieben. Jetzt bin ich hier und ich mach's. Ich werd nervös, wann geht das denn los hier? Bring mir mal bitte mein iPhone, Christian. Ich bin ganz nervös, ey. 15.10 Uhr. Die erste Nadel wird angesetzt und Willi steht fast senkrecht im Stuhl. Weiß er, dass er die nächsten 3 Stunden in dem Stuhl verbringen wird? Nach den ersten Konturen lockert sich langsam die Anspannung und der quirlige Entertainer stimmt erste Lieder an. Schnell lässt sich auch Star-Tätowierer Fiedler von der Sangeslust Herrens anstecken und tätowiert im Takt die nächsten Umrisse. Nach 3 Stunden harter Arbeit und großen Szenen im Köthener Tattoo-Studio ist es vollbracht. Willi ist voller Stolz, denn ab sofort schmückt das nette Gesicht seiner geliebten Tochter seine Wade. Also es nach der Zeit werden die Schmerzen immer heftiger. Aber ich finde das Ergebnis, ne, hat man da drauf. Also ist ja schon, oder? Schon sehr geil, es hat sich gelohnt. Ein besonderer und unvergesslicher Tag in Köthen. Ein weiterer Tag in Willis weiter Welt.